Okay, also. Ein Tag mit dem Anzeigenhauptmeister in Hamburg. Ein Video von Leon Maschere. Gucken wir rein. Hey, du bist auf der Anzeigenhauptmeister. Hey, das machst du nicht so, das langt. Mit nichts und niemand wird mich irgendwie aufhalten. Und es haben schon einige versucht, mich aufzuhalten. Nee. Ja. Einige geknallt. Ja, richtig. Was sagen Sie zu dem Anzeigenhauptmeister? Wieder werden. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, woanders, nur in Hamburg. Bitte, Jungs, jetzt. Solche Szenen, die wir heute hatten, hast du die auch mit Spiegel TV gehabt oder nicht? Nö. Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Mach mal Anzeige gegen Unbekannt. Ich drehe jeden Cent dreimal um, auf dem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Ja. Leo mal schärfen kann, ist ein bisschen mehr Pulver hinter. Ja. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Yo, was geht ab, Leute? Leo Mascher mal wieder hier am Start hier in Hamburg City. Ich würde mal sagen, es wird wieder Zeit für ein geiles Street-Video. Heute gehen wir raus und schreiben mal ein bisschen hier die Autos auf, ne? Der steht ja komplett verkehrt hier schon. Nee, das ist ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Die haben nach § 35 StVO Sonderrechte. Ich glaube, ich zeig dir heute mal, wie man das richtig macht. What the f***, ey? Ihr könnt sich aus, ey. Wollen wir das zusammen machen? Können wir machen. Wie heißt denn du? Anzeigenhauptmeister Mattei. Salam alaikum. Ja. Let's go. Er hat ihn so über sich gestellt. So Abi-mäßig. Er steht über ihm mäßig. Fans sind das. Fans, dürfen die ein Foto machen? Ja, na klar. Wollen wir ein bisschen Geld von denen kassieren? Wie du willst. Okay, Jungs, einmal jeder 1 Euro hier. Da muss auch was in die Storno-Kasse hier, ne? Hat ihr ein bisschen Kleingeld hier? 5 Euro, 2 Euro, wenigstens 50 Cent, Jungs. Ich bitte euch. Hab ich. Danke, gratias, Alter. Fotos müssen auch mal Geld kosten, oder? Ja. Kann man schon. Das wäre auch mal eine Marketingstrategie. Jungs, ich hinterher runter, Jungs. Da sehe ich schon mal. 5 Cent passt auch. Und gratias. Packen wir hier in die Storno-Kasse, oder was? Da ist mein Handy drin. Oh, wo soll man? Ich glaube, wir machen das mal hier zur Kasse. Heute wird richtig Kohle gemacht. Ich weiß, wie man Geschäfte macht, mein Besser. Können wir Foto machen? Ja, klar. Zusammen können wir Großes erreichen, oder? Ja. Du machst einmal dein Straßengeschäft, ja. Ich hole dir die Fans ran, dann Kleingeld in die Klimpertasche. Ja. Was machen wir, wenn die Tasche voll ist? Dann Leon Mascher ist auf. Leon Mascher als sein Partner wäre auf jeden Fall eine Kombination, wo die halt definitiv das Maximum rausholen würden, aber ich glaube, danach wäre der Junge verbrannt wie ein Streichholz. Danach müsste der auch nach Dubai oder so. Du willst eine neue Hose, ey. Oder wir holen jemanden, der die Geldtaschen trägt. Ich finde es voll krass bei dem Anzeigenhauptmeister, dass der, das sieht man auch im direkten Unterschied, der verhüllt sich ja auch komplett, gell? Also dadurch, dass er diesen Schal oder dieses Tuch oder was es ist hier trägt, es ist ja wirklich nur sein Gesicht draußen. Seine Ohren, alles ist verdeckt. Ich glaube schon, dass er das bewusst macht. Was machen wir, wenn die Tasche voll ist? Dann holen wir uns eine neue Hose, ey. Oder wir holen jemanden, der die Geldtaschen trägt. Oh no. Erster Treffer. Was machst du denn jetzt hier? Fotografieren. Parkt verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite. Das geht absolut nicht. Genau. Darf ich mal hinterher treten kurz? Könnte Sachbeschädigung sein. Da könnt ihr ja sagen, jetzt ist ein Plattendorf oder so. Bin ich jetzt kriminell? Ja, aber ich glaube, dass wenn er das sehen würde, ich glaube, der hat keine Ahnung, was wir hier machen, weil das ist ja kein deutsches Auto. Ach, die aus dem Ausland, die fahren und parken, wie sie wollen. Ja, na, in Polen ist es ja üblich zum Beispiel, dass man da auch links parkt. Kollege, ich glaube, du fährst etwas zu schnell da hinten. Das musst du mal kurz aufschreiben. Kennzeichen ist drauf. Ah, der hat nicht mal ein Kennzeichen. Falls ich mal einen Fehler mache, sag mir ruhig Bescheid. Ne? Du kannst mich immer korrigieren, dafür bist du ja da. Ne? Na klar. Mein Adlerauge sagt, da hinten stimmt was nicht. Ja. Ich glaube, das Ordnungsamt gefällt das nicht so. Was ist hier jetzt das Problem? Missbrauch der Warnzeichen. Also ich denke mal, theoretisch sollte hier sicherlich auch absolutes Haltverbot sein, aber die Schilder sind zur Seite gedreht. Die sind für mich nicht gültig, wenn die so zur Seite gedreht sind. Also von daher haben wir ja nur Missbrauch der Warnzeichen. Nur mal eine Frage, ne? Kriegst du eigentlich eine Provision von jedem Schein? Nein. Echt nicht? Kein Cent. Gehst du manchmal ins Casino? Nee. Dann? Novoline? Book of Ra? Hä? Book of Ra? Was? Ach so. Verstehe nur Deutsch. Wollen wir mal später? Was? Wollen wir mal später ins Casino gehen? Och nee, ich verschwende dafür mein Geld nicht. Das ist jetzt ein Parkstreifen oder was? Das weiß ich nicht. Die Schilder widersprechen sich ja irgendwie. Ich bin auch gerade überfordert. Ja, ich auch. Das eine Schild sagt, parken auf dem Gehweg mit Parkschein und das andere sagt, absolutes Haltverbot auf dem Seitenstreifen. Das widerspricht. Das ist interessant von Lucius Verus. Lucius Verus schreibt, der war bei uns in der Nähe in einer Stadt. Der Bürgermeister hat Wind davon bekommen und für den Tag freies Parken ausgerufen und die Parkautomaten mit Müllsäcken verhüllt. Smart. Das ist auf jeden Fall smart. Also wenn du das unterbinden willst, dann auf jeden Fall smart. Vielleicht ist er voll der Muskelberg und trägt unter der Klamotte ein bisschen Fettsud. Könnte auch sein. Es ist auf jeden Fall clever, Redbone. Das habe ich ja auch schon
bei einer der letzten Reactions gesagt. Wenn der sich ganz normal anzieht, wird man den überhaupt nicht erkennen. Es ist tatsächlich nur sein Gesicht, was ausgeschnitten ist. So wie wenn ich jetzt nur so rumlaufen würde, dann hätte man ja keine Ahnung, was für eine Frisur sich bei mir drunter verbirgt. Da könnte ich auch eigentlich wallendes, langes Haar haben, wenn man mich noch nie ohne Kapuze gesehen hätte. Doch, ja. Grüß euch, Männers. Also die Stellung ist schon ein bisschen überfordert hier, ne? Naja, man muss sich halt nur die Beschilderung angucken. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt hast du es kapiert? Kollege, sind Sie hier am Laden? Zeigen Sie mal Ihr Einkauf. Wo denn? Das ist eine Ladezone, Halteverbot, ne? Das würde ich nur mal kurz anmelden, ne? Time is money. Der Lieferant sieht mir ganz danach aus. Der? Ja, definitiv zweite Reihe. Definitiv. Das ist einer zu viel hier. Hier ist der Fahrradweg. Ja, richtig. Und der steht mitten auf der Straße. Das ist eine Zweibahnstraße. Genau. Das schickst du dann später der Polizei oder wo? Wie machst du das? Ordnungsamt. Ordnungsamt. Und wann kommt der da an? Die kennen dich alle, die Polizisten, ne? Ja. Grüß dich. Wir haben sie abfotografiert, ja? Das wird den Ordnungsamt weitergegeben. Verstehe ich. Aber der Anzeigenhauptmeister, ja. Ne? Sie haben auch nicht. Aber ich Bruder, ich kläre, dass der das löscht. Okay. Und? Ja, ich habe ihm gesagt, die Anzeige ist raus. Das Foto. Bruder, ich kläre, dass der das löscht. Grüß seine Hand. Geschickt. Ja. Und habe ihm das gesagt, ne? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen, woanders, nur in Hamburg. Dass man jetzt neuerdings den Gehweg. Der Typ hinter denen, der läuft die ganze Zeit nur mit, um aufzupassen. Sollen wir mal kurz aufschreiben? Wozu? Jetzt habe ich den Dreh raus. Der hat kein Rutschschild hier. Muss man nachweisen, dass es rutschig ist. Ist, wenn ich da gleich rübergehe, falle ich hin. Sicher. Sollen wir mal kurz? Ach. Ich dachte, wir machen die Schwalbe. Er hat sich fallen lassen. Du reinigst die Straßen, oder? Ja. Du filterst das, was die Polizei nicht schafft. Genau. Das heißt, du bist besser als die Polizei. Naja, die Polizei ist halt dafür wiederum bei anderen Sachen, wo ich halt nicht anwesend bin. Manchmal sind wir auch zufällig sogar zeitgleich beim gleichen Vergehen. Das kommt auch mal vor. Ach so. Können wir bitte ein Bild machen? Ja, können wir machen. Ja, ich glaube, Dankeschön. Ich Jungs, für jedes Foto gibt es ein bisschen Kleingeld hier, ja? Leo, mal. Kann man sagen, die klauen gerade unseren Job hier? Moin, Männers. Wir nehmen auch gerade hier den Auftrag entgegen, ne? Also wir geben zuerst ab. Genau das ist ein Zufall, was ich meine. Ja. Dass es auch mal vorkommt, dass wir mal zeitgleich da sind. Ja, mit dem Ordnungsamt, ne? Genau. Aber soll ich dir mal was sagen? Ja. Die sehen nicht gut aus. Wir sehen richtig schön aus in Neon hier. Ja. Die sehen besser aus. Wir sind professioneller. Richtig. Guck mal, hier, voll Equipment hier. Ja, richtig. Das haben die nicht so. Ja, genau. Die sind geschützt. Ja. Ne? Ja, zweite Reihe, schwierig. Wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Ob's doch geht. Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Sag mal, Beleidigung, ja. Oder? Richtig. Wollen wir uns mal anzeigen lassen hier? Können wir. Rufen wir mal kurz den Peterswagen hier, das flankt mir hier. Das ist ja unverschämt hier. Das wird mir einfach der Stinkefinger gezeigt. Ja, machen wir Anzeige gegen Unbekannt. Anzeige gegen Unbekannt, ne? Okay. Und weiter geht's mit der Ordnungswidrigkeit. Aber darf man auf dem Fußgängerweg nicht fahren mit dem Rad? Nee. Liebst du das öfters, dass die hier den Stinkefinger zeigen? Ja klar, das wird zur Anzeige gebracht. Guter Anzug, ich glaube, das ist auch einer von unseren Kumpanen. Das gefällt mir. Das ist schöner als Prada, als Gucci. Sehr nice. Bist du auch ein Anzeigenhauptmeister hier? Bist du auch einer von denen? Ja. Thank you very much. Gute Männer, ne? Ja. Würdest du sagen, ne? Ja. Wie bewertest du seinen Look? Gute Uniform. So, wir sind gerade hier Hamburger Steiner. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das hier an, wie wenn du irgendwo in Mexiko wärst? Irgendwie schon, ja. Also ziemlich dreckige Straße. Also ich habe da schon bessere gesehen. Aber irgendwie kommt man sich ja schon nicht mal wie in Deutschland vor. Ja, das ist hier wirklich, ne? Okay. Irgendwie kommt man sich hier schon nicht wie in Deutschland vor. Also, das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass der mir auffällt mit so Sachen. Er macht Fotos mit AfD-Politikern, eine Straße, in der Läden mit türkischen Speisen oder Gemüsehändler sind, es kommt ihm so vor, als ob man nicht in Deutschland wäre. Sind schon komische Takes. Und ich spreche nur Deutsch, ja. Also das kann man sich auch mal kurz mal anschauen hier, oder? Nö. Nicht? Bin für Falschparker, ja. Nicht für sowas. Ja, aber das sieht doch entzückend aus. Da würde ich mir kurz eine kleine Pause gönnen. Nee. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Komm und dann halt so etwas nah, da muss man auch schon, ne? Ja. Kannst du nicht mal so einen Karate-Trick oder so? Wenn jetzt einer kommt so, hey du, machst du nicht kurz? Ach, wozu? Nee, das ist nicht notwendig. Echt nicht? Ich kann dir mal zeigen, wie das geht. Dennis, komm mal her. Jetzt. Hey, du bist doch der Anzeigenhauptmeister. Hey, das machst du nicht so, das langt hier. Polizei, ey.
Das machst du nicht, hast du verstanden? Wir so greifst du mich nicht an. Wir filmen ja bloß. Ach so, sorry. Wir machen gerade einen Check. Wir machen kurz einen Check. Wir haben einen Check gemacht. Sorry, es tut mir leid, wir sind fertig. Sorry. Ja. Ich glaube, das war wieder einer zu doll hier, ne? Ja. Ich muss da echt vorsichtig sein. Ja, aber immerhin funktioniert die Polizei. Das funktioniert. Das ist immer gut. Übung macht den Meister. Ich dachte, da sind wir gleich in Haps. Ey, da ist einer am Pinkel. Das gibt's nicht. Der pinkelt da. Es gibt eine Anzeige. Anzeige ist raus. Ich hab nicht auf Beton gepinkelt. Ach so, dann passt. Der hat nicht auf Beton gepinkelt. Dann passt's. Der hat nur die Natur beglückt. Genau. Also das ist gut, das finde ich stark. Sie setzen sich ein für den Klimawandel. Das ist sehr stark. Das gefällt mir. Generell unzulässig. Unzulässig? Ja, generell. Soll ich den nochmal kurz. Zulässig. Ist ja halt zulässig. Zulässig oder nicht? Was soll ich jetzt machen? In Hamburg ist zulässig. Zulässig. Aber nicht. Was machen wir jetzt? Ich bin überfordert, ey. Da machen wir eine Ausnahme. Behalten Sie den Strafzettel. Das stimmt doch nicht, oder? Weiß das jemand? Kommt jemand aus Hamburg? Stimmt es, dass man. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das stinkt ja genauso, wenn du auf irgendeinen so Grünstreifen pinkelst. Das stinkt doch genauso. Ja, okay. Behalten Sie das, schmeißen Sie den weg gleich. Behalten Sie das. Sie haben die Natur beglückt. Komm, wir gehen weiter. Bist du bald auf der Fresse? Hey, das war aber asozial, ey. Ja. Das war aber mal richtig asozial, oder? Soll ich den mal am Ohrlatschen ziehen? Wozu? Nicht? Du kannst ja höflich nach einem Namen fragen, falls man sagt. Da regierst du aber souverän, das gefällt mir, du. Das machst du wirklich stark. Ja. Das glaubt Ihnen keiner, ne? Was sagen Sie zu dem Anzeigenhauptmeister? Unmöglich. Wie, gut oder schlecht? Schlecht. Wirklich? Er war wahrscheinlich auch so einer in der Schule, der jeden verpetzt hat. Ja, aber Sie haben gerade mit ihm ein Foto gemacht. Ja, weil mir das keiner glaubt. Aber Sie sind ein Fan. Nein, kein Fan. Ey, aber da seht ihr mal, gell? Da seht ihr, dass du Trolls und Hater im Internet, dass das nicht nur kleine Pisser sind, irgendwie, die noch zur Schule gehen, sondern das können auch einfach alte Menschen sein. Ich überleg mal, wie krass, dass einfach eine alte Frau und die kommt dahin und macht ein Foto mit ihm, einfach nur um ihn zu haten. Krass, oder? Das fand ich gerade interessant. Ich finde das widerwärtig. Der hat wahrscheinlich keinen Sinn im Leben oder so, wie das ihn will. Doch. Könnt ihr überhaupt noch nicht schlafen, was ja, den klar. Leuten antun? Ja, klar. Ja, toll. Ja. Alles klar. Okay, ja. Solche Szenen, die wir heute hatten, hast du die auch mit Spiegel-TV gehabt oder nicht? Nö. Nein? Nee. Bei uns ist schon ein bisschen mehr. Ja, genau. Weil Leo mal schärfen kann, ist ein bisschen mehr Pulver hinter dir. Ja. Ja. Geh einfach rüber, du! Hä? Du kannst zwischen den Lücken rüber. Willst du jetzt echt warten? Ja, ist rot. Oh Mensch, ey, da muss man noch. Kannst du mal ein Auge zudrücken? Nee, das kann ich nicht. Oh Mensch. Jetzt kann ich kommen, jetzt ist er grün. Ja, jetzt bist du aber über rot gegangen. Das haben wir auf der Linse doch. Hier ist rot. Ja. Was ist jetzt rechtlich? Das, was in Laufrichtung ist, und in Laufrichtung hatte ich grün. Da hast du mich aber jetzt. Mal kurz davor, dich aufzuschreiben. Wer bis hierhin geschaut hat, abonniert doch den Kanal für die gute Unterhaltung. Das ist der nächste. Da wird aufgeschrieben hier. Marflichtlichter sind an, ne? Ja, halt mit zweiter Reihe. Ich bin sofort weg. Ja. Ich hab noch 2 Minuten. Nee, eigentlich keine Sekunde mehr. Gibst du ab, oder? Ja, ans Ordnungsamt gebe ich das. Ja, natürlich, Alter. Was denken Sie hier, dass Sie uns überzeugen können? Ja. Lass uns doch nicht manipulieren hier. Eben. Sehen schon aus wie Brüder, oder? Ja. Guck mal, das gibt's doch nicht schon wieder, Alter. Niklas. Unter § 118 Ordnungswidrigkeitengesetz dürfte man das auch auf der Grünfläche nicht. Also generell in der Öffentlichkeit nicht. Das ist auch nicht erlaubt, die Blumen zu gießen. Einfach über den Zugleis pinkeln, das geht. Während ich mit den Leuten am Kommunizieren bin, machst du deinen Job straight. Da muss ich wirklich mal Schulterklopfer. Ja. Machst du krass, sehr gut. Wie viele Fotos schießt du so am Tag? Also Rekord war Hildesheim mit 133 oder sowas. 134? In einer Stadt an einem Tag innerhalb von 3 Stunden waren das. 130 Fotos, das heißt jede 18 Minuten ein Foto. Ja, nee, ein bisschen mehr. Hä? Ja, das ist eingeschränkt, das Halsverbot. Hier haben Sie ein Blickfeld, mein Lieber. Geben Sie uns 5 Euro, wir sagen nichts. Alter Mann, ich hab kein Geld. Gib mal Geld her, wir geben dir mal kurz ein paar Scheine rein. Ich wünsche Ihnen was so. So was, der Aufforderung gibt 5 Euro, dann können wir es lassen. Das könnte auch eine Amtsermaßung sein. Er hat sein Tuch runtergemacht, weil es zu heiß war. Jetzt sieht man seine langen Haare hinten. Weil das Abstrafen der Ordnungswidrigkeit darf auch nur von einem Amt ausgeführt werden. Könnte ich hierfür eine Anzeige bekommen? Es kommt ganz drauf an. Also wenn der sich denkt, ja, du bist eine Behörde oder sowas, ja, das Amtsvermaßung sein. Noch dazu kommt ja, dass es ja auch rechtswidrig ist, könnte unter Umständen auch den Tatbestand der Nötigung erfüllen. Oh, ja, ja. Das wollte ich ja nicht damit verursachen. Würdest du vor Gericht gegen mich aussagen? Ja, wenn du eine Straftat begehst oder sowas. Okay. 30er, habe ich mir gedacht. Unter Freunden drückt man mal ein Auge zu. Ja.
Das Schild ist auch hier wieder am Wackeln, ne? Was ist das denn hier jetzt wieder? Das ist nicht mal gültig, es gilt bloß noch die, die sichtbar sind. Die Stadt hat hier ein bisschen wieder versagt, ne? Ja. Und wie lange machst du das eigentlich schon auf der Straße? So circa 3 Jahre. 3 Jahre? Hast du mal gezählt, wie viele Ordnungswidrigkeiten du rausgeschickt hast? Letztes Jahr 4247. What the fuck, say? Na, auf meiner Facebook-Seite gibt es eine Jahresstatistik vom letzten Jahr. Und willst du die von Jahr zu Jahr toppen? Ja. Also findest du nicht, dafür müsstest du honoriert werden? Würde mir ganz gut gefallen. Ja, ja. Das finde ich auch. Aber ich kriege mein Honorar halt anders, von anderen Institutionen. Kann man mal fragen, welche so? Alter, der hat ja, richtig lange Haare. Guck mal, wie lange das runterhängt. Wenn ich halt mit der Kamera begleitet werde bei meinen Knöllchentouren, kriege ich halt mein Honorar von der Agentur, die mit mir dreht. Was nimmst du so für einen Insta-Story-Post? Von bis? 1.000 Euro? Ja. 5.000 Euro? Ja, pro 1.000 Nutzer gibt es doch hier diese 20-Euro-Marke. Krass, stark. Ja. Bist gut und bist günstig. Ja. Anzeigenhauptmeister, das hier ist die Alster in Hamburg, ne? Das ist bekannt dafür, dass jeder Zweite hier mal reinpinkelt, ne? Aha. Und dann gibt es halt Leute, die da reinspringen und dann das Wasser gurgeln, ne? So, girl, nimm schon mal. Soll Glück bringen. Meine Ohren pfeift der Wind so rein. Ist das so eine Taucherhaube? Fahrradhelmmütze. Fahrradhelmmütze, interessant. Ja. Da hat einer einfach aus dem Auto verpissig geschrien. Wir bleiben unser Standpunkt treu. Ja klar. Egal was passiert, ich werde immer weitermachen. Mit gar nichts kann man mich aufhalten. Du bist sehr fokussiert. Du bist sehr ehrgeizig. Genau. Mit nichts und niemand wird man mich irgendwie aufhalten können. Und es haben schon einige versucht, mich aufzuhalten, aber alle erfolgreich. Zum Beispiel? Der Vorfall, der in der Presse war. Das habe ich nicht mitbekommen? Naja, das hat in der Hand ausgerutscht, das ist ein Fußballfan. Nee, der wollte dich reinschubsen? Ja, nee, der ist halt der Hand ausgerutscht im Zug. Nee, ja. Der hat eine geknallt. Ja, richtig. Ja, und solche Fälle gab es halt auch öfters. Kann ich dir mal kurz was zeigen? Also. Kannst du mal Fahrrad kurz abstellen? Ja. Mach mal hier rein. Boxen. Box mal rein. Und jetzt rechts. Deckung ein bisschen. Mhm. Deckung? Ja. Ja, ist sehr gut. Wenn einer kommt, ne, dass du da mal auch weißt. Ja. Notwehr. Links, rechts. Links, rechts. Passt, haben wir es. Es gibt links, rechts und drei. Kick. Links, rechts, drei. Links, rechts, drei. Links, rechts, drei, vier. Aha. Fünf Knie. Super. Sechs Hintern. Passt. Kommt man rein so, ne? Ja. Aber man weiß ja nie, ne? Wenn man in Lebensgefahr ist, muss man schon mal links, rechts, drei, vier, fünf, sechs. Was machst du, wenn du dich erwischt, dass du über Rot gegangen bist, als Beispiel? Nimm wir mal an, du hast in dem Moment geträumt, gehst aber über Rot. Würdest du dich selber anzeigen? Würdest du dann selber zur Polizei gehen und sagen? Du würdest dann nur Auge zudrücken. Bei mir, ja. Du kleiner Schlingel, ich wusste doch, dass du da irgendwo auch mal ein bisschen die Schattenseiten in dir hast. Ich würde die Ordnungswidrigkeit aber erst gar nicht begehen. Aber vielleicht. Nein. Vielleicht. Nein. Vielleicht. Ja, ja. Was sagst du dazu, Niklas? Die reizende Dame will ein Foto mit dir. Freut dich das? Kann sie haben. Finden Sie erst einen reizender Herr? Sie auch. Ich auch. Ja. Würden Sie ihn daten? Wollen Sie nicht mit aufs Foto, ja, ne? Wie alle zusammen. Ja, können wir machen. Super. Ich könnte ihn ja mal auf Instagram schreiben. Bist du Single eigentlich, Niklas? Ja, weil das ist günstiger und kostet Sportzeit. Die Dame, die ist, glaube ich, da brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Gucci-Tasche oder sowas? Zeit. Was würdest du so einer entzückenden Dame zum Geburtstag schenken? Keine Ahnung. Ich finde ein Geizhals, ein riesengroßer. Echt, ne? Ja, das ist echt so. Also ein Lolli. Ja. Passt es? Super. Super, ja. Danke. Danke. Vielen Dank, ne? Viel Spaß, ne? Ja. Hier. Hast du das gerade gesehen, Alter? Das war ein zärtlicher Lohn. Ja. Das war ein bisschen mehr als normal. Kostet mir aber trotzdem zu viel Geld und zu viel Zeit. Echt, ne? Gibt's denn Probleme? Nein, es gibt keine Probleme. Machen Sie Strafe und so, ne? Dann fahren Sie weiter jetzt. Warum? Wollen Sie hier jetzt gerade, die halten den Verkehr auf. Sie halten den Verkehr aus. Nee, das bin ich nicht. Hamburg. Nein, kommst nicht aus Hamburg. Kommst du aus Hamburg, ne? Ich Hamburg. Deswegen gehst du da und schreibst die Strafe da, okay? Jungs, bitte. Bitte, Jungs, jetzt. Was Jungs? Wir wollen doch keinen Stress jetzt hier, Mensch. Ich wollte auch keinen Stress. Okay. Ich gebe dir deine Hand, weil, weißt du warum? Warum? Schreibst du Strafe und rufst du immer Polizei an. Ui. Guck mal, diese Leute machen. Schöne Uhr hast du, schöne Uhr. Diese ist die Jacke original? Nein, ist nicht. Geil. Ciao, fahrt weiter jetzt, fahrt weiter. Das ist kurz vor dem Eskadin gewesen, oder? Ja. Hast du die Spannung gemerkt? Ja. Das war so, fast das Ruder ist abgerissen. Das ist Alter. Mein lieber Scholli, Alter, da gab es echt fast auch einen auf die Nuss. Also das heißt, eine Frau wäre dir zu teuer persönlich. Ne? Wir wollen auch mal wissen, definitiv. Was steckt hinter den Anzeigenhauptmeister? Auf welche Frauen steht er? Welcher Typ von Frauen? Also der Anzeigenhauptmeister ist auf jeden Fall ein riesengroßer Geizhals, das muss man wissen. Also Pfennigfuchs. Oh ja, definitiv. Aber Typ Frau, wer? Braun, blond? Nee, gar nicht. Ach, das auch nicht. Am liebsten gar nicht, weil das kostet alles Geld. Tätowiert? Auch nicht, gar nicht. Ja. Weil ich drehe jeden Cent dreimal um, trotzdem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Ja.
Du bist reich, Alter. Ja, also ich würde es zumindest als reich bezeichnen. Also ich kann mir leisten, was ich will. Okay, das ist reich. Naja, also ich bin so geizig, wenn ich mal an der öffentlichen Toilette vorbeikomme, dass ich da kostenloses Klopapier mitnehme. Du klaust Toilettenpapier. Nee, das glaube ich ja nicht. Das ist Diebstahl. Nee, das ist ja zu der Eigenbenutzung. Aber wenn du es mit rausnimmst und nicht drin abspülst, dann ist es Diebstahl. Also da kannst du mir sonst was erzählen. Da habe ich die Gesetzesordnung schon im Kopf. Ach. Du nimmst es mit raus. Aha. Oder? Kann man schon als Diebstahl sehen. Sollen wir es lieber rausschneiden? Nö. Ja, lieber rausschneiden. Okay, lass mal drin. Kannst du mir mal 100 Euro leihen? So, nee. Kriegst du nicht. Nee, definitiv nicht. Echt nicht? Ist er denn, ich kriege 200 Euro. Wer ist der? Hä? Der ist doch kein Schwabesnippet. Ein Vorkasser, dann kann du ich... Du kleiner Fuchs. Kleiner Trickbetrüger, du. Wollen wir denn weiter? Oder? Achso, du machst hier jetzt. Was genau. Ist jetzt wieder? Ah, der da hinten, ne? Guck mal, die Autos kommen nicht mal durch hier, Mensch. Wie viel hat man da jetzt wieder rausgeholt? 5 Euro. 5 Euro, Alter. Kann man da nicht mehr machen? Ja, die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge am Einsatz ist theoretisch eigentlich noch gewährleistet, weil die Fahrzeuge sind ja durchgekommen. So ein Feuerwehrfahrzeug ist natürlich ein bisschen breiter. Das könnte man natürlich wirklich mal messen. Ja, ich passe auf den heiligen Drahtesel auf. Auf den Moment haben wir alle lang gewartet. Ja. Guck mal, der kommt auch fast nicht durch, der Kollege. Ja, Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge am Einsatz nicht sicher gewährleistet. Eindeutig. Jetzt lass ihn mal auf seinem Fahrradsessel einfahren. Auf den allerechten Main-Character, sein Fahrradsessel. Das ist so 2,80. Also ein 2,55 Meter breiter Rettungswagen würde durchpassen, aber wird halt massiv behindert. Von daher parken an einer engen Straßenstelle mit Behinderung. Müssten theoretisch eigentlich 100 und ein Punkt sein. 100 und ein Punkt? Das sind 5 Köpfe bei Book of Ra, Alter. Du hast gerade den Jackpot geknackt. Ja. Das sind 100 Euro, Alter. Du hast aus 5 Euro 100 Euro gemacht. Das ist eine starke Leistung, Alter. 105. 100, Alter, mein. Die 5 kommen noch dazu. 2,55 Meter breite Rettungswagen könntest du da jetzt nicht mit Vollgas durchfahren. Welchen Schulabschluss hast du eigentlich? Hauptschule. Hauptschule? Ja. Passt ganz schön viel rein für einen Hauptschüler. Ja, also theoretisch meine Lehrer, die haben gesagt, ich könnte auch Realschulabschluss machen. Echt? Theoretisch auch Abitur, aber mein Motto ist bis zum Ziel und kein Schritt weiter. Echt? Ja, ich brauche keine Realschule, ich brauche kein Abitur. Frag mich doch mal, was ich habe. Was hast du denn? Förderschulfachabschluss. Aha. Ja, viel im Kopf. Darf ich? Ja. Konstantin, mein Name. Ja, Anzeigenhauptmeister. Ich bin sehr froh, dass es gibt solche Menschen. Echt? Ja. Das ist auch mal gut zu hören. Er sollte weiter so machen. Er hat dich aber aufgeschrieben, ne? Super. Ja. Manchmal muss man auch mal einen Ansammel machen. Aber das war gerade interessant, dass es auch auf Kamera festgehalten wird, dass Leute sich freuen über so jemanden wie ihn. Und ein Abi aus einer TÜV-Plakette. Hier, der Porsche, ne? Richtig. Der Porsche-Fahrer, der dachte sich, der hat das Geld flüssig, ne? Richtig. Aber auch der darf nicht falsch parken, ne? Und schon gar nicht die TÜV-Plakette ablaufen lassen. Was kriegt man dafür? 40 Euro für das eingeschränkte Haltverbot bis 15 Euro, macht 55 Euro Gesamtsumme. Da hast du mal wieder einen rausgeholt. Das Raddings da, das wurde ja gerade behindert. Achtest du auf deine Ernährung aktuell? Machst du Fitness? Bisschen. Pumpen? Hier kann man Zollstock nehmen und vermessen. Ja, okay. Also, aber ja. Ernährung, was isst du so? Was ist so dein Lieblingsessen? Alles außer Gemüse. Echt jetzt? Also auch, ja, echt jetzt. Auch sehr gesund. Gemüse ist zu gesund. Ja. Döner, Big Mac? Nicht? Shisha rauchst du? Nein. Guckst du eigentlich Schlawiner-Videos? Mhm. Auch nicht? Kostet Zeit, kostet Nerven, also nein. Mein lieber Scholli, Alter, du bist echt ein Übermensch. Das muss man ja sagen. Ja, natürlich. Du hast dich komplett im Griff. Wie lässt du deinen Druck raus? Druck? Was für ein Druck? Druck im Kopf. Hab ja auch keinen Druck. Kennst du 5 gegen Willi, bis einer kotzt? Kenn ich nicht. Ja. Jetzt wird gearbeitet, ne? Ja, jetzt wird gearbeitet. Super. Das gilt ja bisher her, das eingeschränkte Haltverbot. Also kann man das hier markieren. Markiert wird auch noch hier. Ja, ja, jetzt muss ich natürlich vermessen, wie weit steht da drin. Ja. Oi, machst du den Pythagoras jetzt, oder wie? Ja, das heißt bisher her. Also der parkt so viel im eingeschränkten Haltverbot. 25 Euro. Durchschnittlich Umsatz, wie viel machst du da so ab Tag? Unterschiedlich. Sagen wir ungefähr, was denkst du so? Am Tag? Ja, das kommt ganz auf der Stadt drauf an. Das kommt ja auch immer auf das Vergehen drauf an. Habe ich jetzt in einer Stadt viele Gehwegparker, habe ich jetzt in einer Stadt viele Linksparker? Aber so der Durchschnitt. Kann man sagen, vielleicht 1000 am Tag. Und was? Also ich habe letztes Jahr... Du hast einen 30er Monat, Alter. Umsatz, Alter, für die Stadt. Ja, ich habe letztes Jahr 140... Was meinst du damit, ein Anderson? 1.995 Euro nach Bußgeldkatalog erwirtschaftet. Wie viel? 140.995 nach Bußgeldkatalog. Und das kannst du ja auf 365 aufteilen. Alter, das ist ja mal was. Das ist mal was ordentlich. Das ist eine kleine Hütte. Da kannst du Import-Export nach Kolumbien machen, Alter, mit Schnee. 25 Euro. Aber diese Zahlen von ihm sind ja auch viel zu optimistisch gerechnet, oder? Wir hatten doch da schon mal so eine Gegendarstellung, dass die meisten von seinen Anträgen überhaupt gar nicht zur Anzeige gebracht werden, oder?
Er geht einfach davon, er rechnet es ja so, dass er davon ausgeht, dass jede Anzeige, die er in dieser App einträgt, nicht jede Meldung, die er in dieser App einträgt, zur Anzeige gebracht wird. Und das ist ja gar nicht der Fall. Also wird der Umsatz, den er generiert, in Wahrheit viel geringer sein. Hier. Hm. So. Also ich würde meine Finger von anderen Autos lassen. Ich würde andere Autos würde ich nicht anfassen. Naja, nachher sagt er, der Scheibenwischer ist kaputt oder sowas. Einmal nur über Rot, komm jetzt. Nö. Komm nur einmal, Junge. Nee. Er gibt dir auch 100 Euro. Nee. Wenn du jetzt über Rot gehst, 500 Euro. 1000 Euro bar in Cash, Junge. Das machst du nicht? Geht er über Grün, jetzt vorbei. Deal abgeschlossen, will er nicht. Hast du mal eine Ausnahme gemacht, so, wo du Nein. gesagt hast, lösch ich? Nein. Echt nicht? Nee. Oh. Anzeige. Aha. Ich bin über dein Ding gestolpert, du hast mich überfahren. Echt? Nehmen wir mal an, ne? Ja. Deine Mutter hat falsch geparkt. Ja. Und du siehst das. Ja. Gerade so, wie du da stehst. Mit Leib und Seele. Ja. Gute Frage. Eine Anzeige erstatten. Gegen seine eigene Mutter. Gegen deine Mutter. Ja, Gesetz, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Das ist meine Männlichkeit hier. Kein Spitz, kein Witz. Das ist kein Witz, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und wenn deine Mutter weint und sagt, bitte gib mir die Chance, lösche es, dann kann man doch. Nee. Nein, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Alter, du bist ein knallharter Richter, Junge. Alter, lass mich mal hin. Scheiße. Niklas, komm mal her hier. Wir brauchen deine Hilfe, Niklas. War das der Wind hier oder was? Ja, der Wind kam und da hat er mich weggedrückt, damit ich gegen den Wind zu fliegen. Ja, wo war dein Einsatz, Alter? Da machst du deine Finger nicht schmutzig oder was? Läufst du nicht hinterher? Hilfst du nicht? Was? Hilfst du in solchen Momenten nicht? Ich bin doch hingelaufen. Hast du das Team mitgebracht hier oder was? Ja. Ja, grüß dich. Hallo. Mahlzeit. Hey, hi, na, alles gut? In Hamburg heute mal? Ja. Nur heute oder? Nur heute. Was halten Sie denn von Ihrem von seinem Einsatz? Ja. Also übertrieben. Aber unterhaltsam. Was? Foto machen zusammen? Kann ich euch schießen von euch. Wie lange noch? Ciao. Noch 3 Stunden. Witzig? Ja. Dann frohe Schaffen. Ja. Dankeschön. Ciao, ciao. So, also Niklas, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ne? Ja. Ich würde sagen, das war ein Weg. Ich finde es interessant, dass viele Leute ihn ansprechen und auch direkt ein Foto haben wollen. Aber wenn dann nachgefragt wird, die meisten eigentlich eher kritisch ihm gegenüberstehen. Das heißt, so es, also Bock auf ein Foto hat man, auch selbst wenn man es kritisch sieht. Das ist schon lustig. Ja, aber du kannst ja nicht die Polizisten scripten, das glaube ich nicht. Unterhaltsam. Hättest du Bock auf einen zweiten Teil? Aber dann in eine andere Stadt? Ja, sicher. Mal gucken. Kann ich mich ein bisschen daneben benommen manchmal? Manchmal ein bisschen, aber eigentlich in Ordnung. Das kann ich dir von dir auch aus zurückgeben. Ja. Du bist echt ein guter, herzhafter. Hm. Achso, ich dachte, wir sagen so Verabschiedung. Also? Bei uns macht man so links-rechts-Kurs. So. Tschüss. Hm. Ciao. Achso, bei uns hat man so unangenehm. Tschüss. Ja, oder wir können auch so Tschüss sagen. Ja, so. Ey, Niklas, war ein geiles Video, hat Spaß gemacht. Ne? Leute, check Niklas ab. Auch nochmal unten verlinkt. Digga, machst du auch eigentlich YouTube? Kommt noch. Kommt noch, YouTube? Ja. YouTube einfach oben und oben verlinkt oder auch Instagram. Ja. Und für den zweiten Teil, gib mal, wie viel Daumen hoch sollen die geben? So viel wie geht. Gib mal 30.000 Daumen hoch. Für 30.000 Daumen hoch machen wir vielleicht einen zweiten Teil. Vielleicht machen wir auch mal mit der Polizei dann, ne? Ja, genau. Das wäre geil, Digga. Nächster Teil mit der Polizei. Zweiter Teil, Digga. Ja. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Mhm. Spoiler, nein. Ja, interessant auf jeden Fall. Also interessant, den Anzeigenhauptmeister so in Interaktion mit so einem richtigen Clickbait-YouTuber zu sehen. Ich könnte meinen Arsch verwetten, dass jetzt, wo Leon Mascher ein Video mit dem gemacht hat, dass noch mehr YouTuber mit ihm interagieren werden. Und wie man ja sieht, ist dem Anzeigenhauptmeister echt komplett egal, mit wem. Der macht ja was mit jedem. Egal, ob irgendwelche Funkformate oder jemand wie Leon Mascher, da kommt bestimmt einiges nach. So, und jetzt soll ich anscheinend aus aktuellem Anlass auf diesen Link hier draufklicken. Ich denke, es hat was mit dem Anzeigenhauptmeister zu tun. Gucken wir mal rein. MV1, Heimat bewegt. Der Anzeigenhauptmeister verliert Wette gegen Bad Doberaner Bürgermeister. Schauen wir mal rein. Ganz Deutschland spricht seit einiger Zeit über diesen 18-Jährigen. Der Anzeigenhauptmeister Niklaus M. Er meldet Falschparker akribisch.
Bundesweit bekannt wurde er im Januar 2024 durch eine Spiegel-TV-Reportage. In den sozialen Medien scheiden sich seitdem die Geister an ihm. Der Knöllchenkönig kommt aus Gräfenhainichen bei Leipzig, ist aber in ganz Deutschland unterwegs. Am 12. April hat er Bad Doberan einen Besuch abgestattet. Hier wurde Niklas M. auf Schritt und Tritt vom Bürgermeister und zahlreichen Pressevertretern begleitet. Eine Abiturklasse feierte den zufällig an der Schule vorbeikommenden Social-Media-Star lautstark, sodass es zu einem spontanen Feierauflauf und zahllosen Selfies kam. Der Anzeigenhauptmeister ging natürlich aber auch seiner Arbeit nach und schrieb Parksünder auf. Allerdings weniger als gedacht. Jochen Ahrens hatte nämlich im Vorfeld dafür gesorgt, dass gerade am Besuchstag alle Parkautomaten rein zufällig gewartet werden mussten. Und er wettete zudem mit dem Starbesucher, dass es diesem nicht gelingen würde, mehr als 10 Autos aufzuschreiben. Das ist ein sehr netter Mensch und es ist auf der anderen Seite ein Star. Also wir haben das ja an der Schule gesehen, Millionen folgen ihm und für mich ist das einfach wahnsinnig schön. Wo folgen ihm denn Millionen? Ihn mal kennenzulernen. Der Bürgermeister gewann die Wette. Warten wir mal ab, ob der Anzeigenhauptmeister sich an die Abmachung, nie wieder in Bad Doberan aktiv zu werden, halten wird und auch sonst in Mecklenburg-Vorpommern nicht allzu oft Halt macht. Also, damit ich das richtig verstehe, dieser Bürgermeister von dieser Stadt hat also quasi mit dem Anzeigenhauptmeister eine Wette abgeschlossen, dass er keine 10 Autos aufschreiben kann. Der Anzeigenhauptmeister hat die Wette angenommen und dann hat der Bürgermeister alle Parkuhren außer Betrieb setzen lassen. Ist ja voll der faire Wettbewerb. Der Bürgermeister hat die Wette verloren. Er hat mehr als 10 gefunden. Ach, ernster? Geil. 2024 und inzwischen passiert sowas. War Teil des Deals nicht, dass er sich dort nie wieder blicken lässt? Ja, nie wieder aktiv wird.